In Red Dead Redemption 2 verbringt ihr ganz schnell unzählige Stunden mit Arthur Morgan. Aber selbst wenn ihr die Story schon durchgespielt habt, kann es sein, dass ihr das ein oder andere Detail zum beliebten Outlaw übersehen habt. Wir haben 5 wirklich interessante Fakten zu Arthur gesammelt und zeigen euch, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. An dieser Stelle übrigens eine dicke Spoilerwarnung für die Story-Kampagne von Red Dead Redemption 2 und los geht's! Erstens, Arthur erkrankt schon in Kapitel 2 an Tuberkulose. Eine Sache, die garantiert alle wissen, die Red Dead Redemption 2 durchgespielt haben, ist die Tatsache, dass Arthur im Spielverlauf an Tuberkulose erkrankt. Je nach eurer Ehre im Spiel stirbt Arthur sogar an der damals unheilbaren Krankheit. Was ihr aber vielleicht nicht wusstet ist, wann und wo er sich angesteckt hat. Auch wenn sich die Krankheit erst gegen Spielende wirklich bemerkbar macht, hören wir Arthur nämlich schon sehr früh husten. Der Anfang vom Ende ist schon in Kapitel 2 zu finden, denn während einer Pflichtmission macht Arthur einen entscheidenden Fehler. Weil er für Herrn Strauss wieder Schulden eintreiben soll, gerät er an den Farmer Thomas Downs. Der ist nicht nur blank, sondern auch krank. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? So krank sogar, dass er unentwegt hustet und nach den Schlägen von Arthur sogar Blut spuckt. Davon landet etwas in Arthurs Gesicht und dessen Schicksal wird besiegelt. If we could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Arthur schreibt später im Spiel dann sogar in sein Tagebuch, dass es wohl eben dieser Thomas Downs gewesen sein muss, der ihn jetzt das Leben kosten wird, trotz all der Kugeln, die er überlebt hat. Arthur hatte Frau und Kind. You know, I had a son once, years ago. Arthur macht im Verlauf von Red Dead Redemption 2 öfters deutlich, dass er nicht wirklich für das klassische Familienleben gemacht sei. Zumindest bis zu einer beiläufigen Szene, in der er sich mit dem Ureinwohner Rain Falls über seine verstorbene Frau Eliza und seinen toten Sohn Isaac unterhält. Wer zu schnell reitet oder nicht hinhört, verpasst diesen interessanten Einblick in Arthurs Geschichte vielleicht. Eliza war eine junge Kellnerin, die er vor Jahren traf und mit der er ein Kind zeugte. Doch Arthur war schon damals kein sesshafter Mann und lebte sein Outlaw-Leben weiter. Allerdings besuchte er die beiden regelmäßig und half ihnen, wo er nur kann. Eines Tages kam er aber etwas zu spät und fand nur 2 Gräber beim Haus vor. Banditen hatten seine Familie erschossen und das alles für nur $10. Dieser Verlust hat Arthur schwer getroffen und damals kam ihm die Einsicht, dass man wohl kein schlechtes Leben leben und trotzdem auf schöne Dinge hoffen darf. All I can do now is try and make some things right. Drittens, Arthur wollte eigentlich die Bande verlassen. Hello, Arthur. Auch wenn die Liebe in Arthur erloschen scheint, heißt das nicht, dass er sich nicht doch noch für andere Menschen erwärmen kann. Im Laufe des Spiels können wir immer wieder Nebenmissionen für Mary Linton absolvieren. Quasi die Ex-Freundin von Arthur, mit der er nicht allzu glücklich endete. Nach und nach nähern sich die beiden wieder an und tatsächlich springt der Funke wieder über. Sogar so sehr, dass Arthur bereit ist, die Bande für Mary zu verlassen. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I'm a wanted man, Mary. If anyone close to me, well, they're wanted too. And I can't have you wrapped up in there. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. Dafür braucht er aber Geld, damit die Bande versorgt ist und Arthur guten Gewissens gehen kann. Ein letzter Bankraub also noch. Am Ende von Kapitel 4 geht der aber nach hinten los und aus den Plänen wird nichts. Die Bande verschlägt es nach Guama und Mary wird erneut enttäuscht. Sie wartet nicht auf Arthur. Nach dessen Rückkehr finden wir einen Brief, in dem Mary endgültig Abschied nimmt und sogar den Verlobungsring zurückgibt, den Arthur ihr vor Jahren geschenkt hat. Liebe kann schmerzvoll sein.
Viertens, wenn er auf dem Pferd sitzt, fängt er zu singen an. Wer will, kann mit Arthur Morgan, dem Helden aus Red Dead Redemption 2, viele hundert Stunden verbringen. Erstaunlich also, dass Spielern auch nach all der Zeit immer noch neue Details auffallen. Wer genau hinhört, erwischt Arthur nämlich manchmal dabei, wie er auf dem Pferd sitzt und anfängt, Lieder zu singen. Now I am a prisoner in the Stillwater jail, I lie. Do you tell California miner who unto us befell? But a miner shall he bid him go his way, for which I will be sorry until my dying day. Wann das passiert, scheint aber zufällig zu sein. Manche Spieler berichten davon, dass es bei ihnen erst nach über 200 Stunden zum ersten Mal passiert ist. Das Interessante daran ist übrigens, dass Arthur auch neue Lieder lernen kann. Je nachdem, ob ihr dabei seid, wenn im Camp der Bande Lieder gespielt werden, kann Arthur davon richtige Ohrwürmer bekommen. Am Morgen danach geht ihm das Lied dann nicht mehr aus dem Kopf und er singt einfach vor sich hin. Fünftens, eure Ehre entscheidet über Arthurs Grab. Dass das Ende von Red Dead Redemption 2 von eurem Ehre-Level beeinflusst wird, dürfte wohl jeder wissen. Aber auch im Epilog gibt es noch ein paar interessante Änderungen zu beobachten. Beispielsweise ändert sich sogar der Spruch auf Arthurs Grabkreuz. Wenn ihr als John Marston nach Spielende wieder auf Charles trefft, wird er sich abhängig von eurem Ehre-Level an Arthur erinnern. Mal bezeichnet er ihn als keinen guten Mann, mal betont er, dass er besser war als alle anderen aus der Bande. Da Charles am Ende auch derjenige ist, der Arthur und Miss Grimshaw begräbt, entscheidet er auch über den Grabspruch am Kreuz. Beim bösen Arthur steht, gesegnet sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Beim guten Arthur hingegen, gesegnet sind diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das waren 5 interessante Story-Fakten über Arthur Morgan. Habt ihr noch andere interessante Geschichten beim Spielen erlebt? Dann schreibt sie uns in die Kommentare. You have it in you, I can tell.